So, wir Es müssen ist zu weit hier. entfernt. Hier. Ah, sehr schön. So, als Schaden mit drauf machen. Wir kriegen ja mit die Punkte. Bietet mir einen besseren Kampf. Stampfi. Gucken, wie viel Prozent der gibt. Also wir haben ja 9% jetzt. Tau, ihr Mann! Ihr habt 5, bereits toll. verloren! Wir So, müssen das Tal Quest beschützen. beenden. Töte Kakraxis, den Schnell und Verderber. ortlos. Trefft mich, wenn Kakraxis tot ist. Ich spüre eine noch dunklere Präsenz an diesem Ort. So, was gibt das hier, wenn wir die befreien? 5%. Boah, geil. Müssen wir noch ein paar von denen suchen. Ist besser, als wenn wir hier kämpfen müssen. Nochmal 5%. Jetzt ist die Frage, wie viel gibt dieses Totem? Noch mehr. Warte, den hier zu befreien. Ja, so geht es auf jeden Fall schneller. Ich habe kein Ziel. So. Wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Was ist das? Ein Silberelite? Ja, den können wir auch angreifen. Gucken wir mal, wie viele Punkte der bringt. Für die Kleinen hier kriegen wir gerade mal 1%. Das ist Blödsinn, die zu machen. Haben zwar weniger Leben. Der hier hat jetzt 3 gebracht. So, gucken wir mal. Ah, so viel hat er nicht. 2,7. Da haben wir schon viel mehr runtergehauen. Wow. Ja, komm, mach mal hier mit, Freund. Bisschen Schaden hier raushauen. Ja, ist mir egal. Wie hoch ist der denn? Da kann der auch mal stehen bleiben. 3 oder 103. So, der Hund ist gleich down. Der bringt gar nichts wahrscheinlich. Doch, auch 5%. Sehr schön. So, den haben wir auch gleich. Und na komm, leg die Schienen. Und Ich brauche ein tschüss. Ziel. Naja, so viel waren es jetzt nicht. Hallo? Ordensressourcen 70. Toll. Das hat eine Menge gebracht. So, hier den. Hier drüben den holen wir uns auch. Hier den. Ja, das ist. So. Das holen wir uns auch. Ja, was soll das denn hier die ganze Zeit killen, wo man für die anderen Sachen eh mehr kriegt? Boah, ich gehe mal hier rum. Ich habe keinen Bock zu kämpfen.
Hier ist noch so ein Totem. Praktisch ist, dass wir hier aufsichtig bleiben können. So, da drüben ist noch ein Totem, das holen wir uns auch noch. Und dann machen wir uns langsam auf den Weg zu dem Questgegner, den wir brauchen. Hier hoch. Die hauen dann von alleine schon ab. So, Mondklauenhöhle. So, und wir sind schon aus dem Kampf raus. Das ist doch schön. Den hier müssen wir jetzt killen. Schon bald wird dieser elende Wald in Finsternis ertrinken. Nee, wird er nicht. Da haben wir alle was dagegen. Momentan circa 10 Millionen Spieler hatten oder haben was dagegen. Na komm, mach mit. Was macht der eigentlich für eine Aktion hier? Knisternder Jadeblitz. Oh ja. Ist auch geil, wenn man als DD die ganze Zeit nur dastehen muss und muss alle 10 Sekunden irgendwas drücken. Wird euch überwältigen. So, Quest beenden. Berichte Town Mondklaue von Xavius Rückkehr. Maßschneiderei abgeschlossen. Also ich habe die in der Garnison die Schneiderei aufgewertet auf Stufe 2. Die war ja immer noch Stufe 1 gewesen. Dass ich mehr Arbeitsaufträge abgeben kann. Weil wir ja die Stoffe brauchen. So, Xavius. Malfurion Sturmgrim wurde im Buch Sturmgrim von... im smaragdgrünen Traum festgehalten. Deswegen war er auch so gesehen nie im Spiel mit drin vorher. Und ja, Xavius ist halt, wir sind 104, geil. Xavius ist ein Gefolgsmann von Lady Vashir. Wo müssen wir denn jetzt hin? Wir müssen die freilassen. Toll. Toll. Ist ein Gefolgsmann von Lady Vashir, war der erste Satyr, glaube ich. Und ja, dass der zurück ist, ist halt nicht so prickelnd. So. Der hatte Malfurion in einen... Ja, war dabei, ihn in einen Baum zu verwandeln. Da haben die ganzen Menschen, also so gesehen alle Hordevölker und Allianzvölker zusammengearbeitet, haben gegen den smaragdgrünen Albtraum, hieß es, gekämpft und haben Malfurion befreit. Das war so gesehen der... die Vorgeschichte von, jetzt muss ich überlegen, Kataklysm gewesen. Genau. Und dadurch war dann auch Malfurion in Kataklysm im Hyal als Questgeber vorhanden. Vorher war der ja die ganze Zeit nicht im Spiel drin. Betrete die Höhlen des Erzdruiden. Machen wir doch. So. Er hat so verbissen gekämpft. Doch jetzt gehört euer Erzdruide mir. Abbild von Xavius.
Town Mondklaue gefunden. Niemand ist dem Albtraumfürst gewachsen! Town Mondklaue getötet. Der ist schon tot. Das heißt, wir müssen wieder warten. So, kurz was trinken. So. Na, wird das heute noch was? Wird das nichts mehr? Na komm. Nicht schlafen. Wie viele Punkte gibt es dafür? 15.000, wow. Ah, da ist er wieder. Der Albtraum wird euch verschlingen! 110, geil. Jämmerliche Leibwächter Kreatur, von Wicked. Dieser Fluch macht mich mächtiger als die Ahnen. So. Niemand ist dem Albtraumfürst gewachsen. Bereit zur Abgabe. Oben am Eingang oder was? Hier hoch. Und hier abgeben. So, wir bekommen entweder einen Ring oder Handgelenke. Ich wäre für den Ring, den können wir dann gegen Signe von Sturmwind austauschen. Toll. Also ich habe bisher noch nichts großartig davon gemerkt, dass die Gegenstände aufgewertet werden. Seitdem wir diese Verbesserung gemacht haben, ist eigentlich gar nichts passiert mit den Gegenständen, die wir als Questbelohnung bekommen haben. So, wollen wir nochmal hier unten gucken, ob es hier jetzt eine Quest gibt oder nicht. Hier ist ein Versorger. Wie darf ich? Ja, das brauche ich nicht, aber hier, ich kann mal hier kurz verkaufen. So, tschüss. Und tschüss. Wilder Nachtsegler.